ruhig. Wir werden uns jetzt anstrengen, konzentrieren, Tore schießen und alle vernichten. Du greifst an. Okay. Genau das wollte ich nicht sehen. Meine Damen und Herren, wenn Sie uns hier zuschauen, machen Sie sich auf zwei Vollidioten gefasst. Der eine ist dümmer als der andere. Der eine trifft den Ball nicht, der andere macht selbst Eigentore. Okay, selbst Eigentore war jetzt schlecht formuliert, aber... Selbst... Was? Nein, ich mach andere Eigentore. Ich mach andere Eigentore. Echt? Ich hab immer gedacht, die machst du selber. Nein. Leben Sie jetzt auch nach Diskussionen, die keinen Sinn machen. Ja. Nein, warte, nein. Nein. Oh mein Gott! Auf ihrer freien Wildbahn. Hier sind sie zu Hause. In ihrem natürlichen. Und schießen Land. Keine Tore! Da! Ah! Da! Wo sie mit Ball. Oh. Wo sie mit Ballen. Klar, wo sie mit Autos einen Ball hinterher. Wo sie mit Bällen einem Auto hinterher. Nein, mit Ballen. Mit Ballen, stimmt. Mit Ballen. Nein! Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal auf deren Seite behalten. Ball! Oh. Was so? Ja, du hast mich geschubst, Junge. Was will ich dagegen machen? Du hast mich geschubst. Ich bin dir in die Bahn gefahren. Schau, ich hab... Was machst du da? Willst du einen Fallrückzieher in unser Tor machen, oder was? Ja. Ich mach meinen Rückwärtsgang ein. Soll ich in deren Tor schießen wollen, oder was? Ja. So hat das Spiel doch gespielt. Wäre doch dann nicht so lustig. Ich stehe direkt neben dir und sieh, wie du an einem 20 cm über Luftboden liegenden Ball drunter durchspringst. Durchspringst, wohlgemerkt. Die Runde beginnt schon mal richtig interessant. Bis jetzt sind 0 Gegentore gefallen. Ja, klar, alles spannend halten. Wir müssen es. Wir machen es hier die Bayern. Erst liegen wir hinten dann, so wie ich es vorausschätze. Weil immer, wenn wir keine Tore schießen, sind wir dann in der... Oh, warte. Ist das das Tor? Ist das das Tor? Nein. Okay. Alles nur, um Spannung aufzubauen. Es muss ja am Schluss spannend sein. Der Anfang ist immer nicht das Wichtige. Der Zuschauer darf ja nicht weg. Tor falsches Ball, ich kann nicht mehr reden. Ich sag's halt, wenn wir kein Tor schießen, passiert halt immer in der zweiten Minute irgendwo das Tor von den Gegnern. Aber jetzt, wie gesagt, Spannung aufgebaut. Nein, Tor, das ist das falsche Ball. Was? Ich hab gerade gesagt, nein, Tor, falsches Ball. Nein, Ball, falsches Tor. Wir spielen gerade wirklich wahnsinnig gut. Ja. Wir gewinnen jeden Zweikampf. Oh, ist da... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut auf jeden Fall auch beim Zadox-Kanal vorbei. Ach stimmt, ich habe keinen Kanal. Sobald er da ist. Ja genau, sobald ich einen habe und du musst angreifen. Also so in 4-5 Jahren. Wow, ich bewundere perfekt deine Taten. Ich glaube, ich muss dazu Gebete danke sprechen, so heilig wie sie sind. Wow, noch ja, so eine grandiose Wahnsinn, eigentlich müsste ich mal zusammenzählen. Diese göttlichen Taten. Ja, du musst da jetzt noch so wow für die Folge das so war noch Counter für grandiose Taten einbauen. Also wir sind gerade bei 3. Und ich habe gerade erst angefangen. Musst du nochmal anschauen. Nummer 4, seitdem du zählst. Ja. Okay, musst du halt dann nochmal ganz anschauen. Und gescheit einbauen. Ist das dann so ungefähr 25 oder so? Ich denke, nein. Oh mein Gott.
die besten. Ich krieg den Ball nicht. Moment, ich muss mal kurz was machen. Keine Sorge. Okay, es ist mir misslungen. Fletcher. Es sollte kein. Warte, wer? Das stimmt. Du hast ja gerade ein Tor geschossen. Nee, das. Wirklich. Es konnte eigentlich wieder an den Anfang gehören. Das ist so. Ja. So, du hast. Hä? Wo ist das erste Tor? Ach, das hast du gerade geschossen. Nein, es gab keinen Start, ne? So dazwischen wieder, wo man. Warum ist das das zweite Tor? Nein! Jetzt müssen wir wieder in die Verlängerung. Gibt's das? Oder auch nicht? Oder. Okay, wir müssen. Hui! Nee, müssen wir nicht. Nein! Alter. Nein! Wieso ist das nicht auf Null gegangen? Okay. Du machst ihn jetzt sofort rein. Ja, oh. Weil der Ball noch in der Luft war. Der Luft war noch in der Ball. Ja. Der Luft war noch in der Ball. Der Luft war noch in der Ball. Na gut. Ach, du warst mal wieder von zwei Deppen, die Rocket League spielen.